Hi und herzlich willkommen zu meinem dritten Teil meiner Jack Specific Figuren. Heute beginnen wir mit MVP. In Rot, nämlich Schwarz. Protect Wrestling an den Seiten stehen. Sein M hier auf der Brust. Ein super tollen Facescan finde ich. Seine Handschuhe. Hinten sein Logo MVP. Zuerst eine Deluxe Edition, heißt, er hat dieses Bauchgelenk noch zusätzlich. Ich finde die Figur klasse. Da es ja noch nicht viele oder beziehungsweise nicht viele MVP-Figuren von Mattel gibt, darum habe ich mir diese gekauft. Hat auch auf den Boots sein M mit weißen Sternen. Hier zu sehen. Einfach eine tolle Figur, finde ich. Und als nächstes haben wir hier Crime Time. Ein sehr gutes Tag-Team, was ich finde. Auch sehr schöne Figuren, sehr detailreich. Und hier mit den Tattoos von Chad Gaspard. Seine blaue Stonewashed Jeans, sie schaut richtig stonewashed aus. Seinen braunen Schuhen. Auch eine Deluxe-Figur hier mit dem Bauchgelenk. Dann haben wir hier JTG mit einem grünen, einem weißen Wristband, seiner schwarzen Jeans, den Nietengürtel und auch einen sehr tollen Facescan finde ich. Auch die braunen Boots. Ist eigentlich ein tolles Tag-Team. Schade, dass es jetzt nicht mehr gibt. Als nächstes haben wir hier eine Classic Deluxe Superstar Figur von Jax. Scott Hall im NWO Outfit. NWO for Life. Schön die verlaufenden Logos oder was. Ein NWO Shirt, leider aus Gummi. Hinten auf der Hose steht Hall. Vorne auf der Hose nochmal NWO. Hier mit der typischen Brustbehaarung von Scott Hall. Finde es schade, dass er so abgestürzt ist. Aber vielleicht mit Hilfe von DDP, dass er wieder auf die Beine kommt und vielleicht auch mal in die Hall of Fame kommt. Es war eigentlich ein sehr guter Wrestler, ein sehr gutes Gimmick für Scott Hall. Auch Razor Ramon war ein sehr gutes Gimmick für ihn. Ich finde, er hätte es verdient. Meine Meinung, die Hall of Fame. Auch der Face Scan ist toll gelungen mit seiner Locke, seinen etwas fiesen Lächeln hier. Aber ich finde es einfach eine tolle Figur. Und hier haben wir nochmal eine Classics-Figur von Jax. Eine Basis-Classics oder eine Classic-Superstar-Serie vom Honky Tonk Man. Dieser kam mit dem Intercontinental-Gürtel, mit den alten, mit seinem Suit, in weiß, mit den Noten, der silbernen Applikation, hinten auch die Noten. Einen tollen Facescan finde ich, einer sehr großen Hand. Mal wieder seinen weißen Schuhen und unten drunter trägt er sein, sein Ring-Outfit. Sag mal, nicht gerade leicht die Figuren auszuziehen, aber ich finde es auch eine sehr schöne Figur. Als nächstes haben wir hier eine Diva, damit die Damen auch nicht zu kurz kommen. Es handelt sich hier um Michelle McCool mit ihrem Logo auf der Hose, dem silbernen Oberteil. Face steht hier, ein angenehmen Face-Scan, schwarze Boots, auch in Basis-Version, würde man jetzt sagen. Also ich habe mir einfach ein paar Divas noch dazu geholt. Ich finde es einfach, muss sein, muss zum Rooster dazugehören. Und außerdem ist es auch eine schöne Figur. Und hier noch eine Diva. Die letzte meiner Jacks, lieben Katie Lee Berger. Mit kleinen Applikationen an den Brüsten hier. Dann den Gummi-Mini-Rock, den man leider nicht mehr ganz schließen kann. Und so sind nicht viele Details an der Figur. Hier geht der Rock schon wieder ab. Ein schwarzes Höschen, ein Wrestling-Höschen. Aber ich finde auch eine schöne Figur geworden.
für eine Diva, wo Diven meistens so vernachlässigt werden. Nun kommen wir zu einem meiner favorisierten Tag Teams, Hawk and Animals, die Road Warriors oder auch bekannt unter Legion of Doom. Das sind Classic Superstars von Jax mit den Spikes, der typischen Gesichtsbemalung von Hawk, dem World Wrestling Federation Tag Team Titels damals noch, den Logos auf den Knee Pads, die Verzierungen auf den Hosen. Genauso hier Animal mit seiner typischen Gesichtsbemalung, sein Mohawk, den schachtelchen Schulterpolstern, auch den Tag Team Titel, auch die Logos und hier die Verzierungen auf der Hose. Auch, wie ich finde, sehr gelungene Face Scans, vor allen Dingen Hawk, der seine Zunge bleckt, leider schon verstorben, aber ich finde es einfach klasse Figuren. Hier ein Sonderling meiner Jax-Figuren, eigentlich eine TNA-Figur, wie sie aber auch in die WWE passen würde, denn dieses Outfit trug er auch in der WWE. Scott Steiner mit seinem riesigen Tattoo auf der Brust, seinem Kettenoberteil, der Sonnenbrille, hier das Logo auf der Hose, hier sein Tattoo auf der Hose, hier das S. Seine Boots mit Booty Daddy, sein Kreuz, auch ein gelungener Face Scan finde ich, mit seinem blond dunklen Bart, leider nirgends mehr zu sehen, weder in TNA noch WWE. Ich würde es ihm gönnen, dass er nochmal irgendwo ran darf. Und hier der zweite Sonderling aus meiner Serie Jax Pacific und somit auch die letzte lose Figur, die ich habe von Jax Pacific. Leider ist, also was heißt leider, diese Figur sollte eigentlich eine TNA-Figur sein, ist es auch. Hier mit seinem roten Outfit, hier Nash, sein Arm-Tattoo, sein Ponytail, mit den schwarzen Streifen hier runter, eine Deluxe-Figur. Ich finde auch eine sehr gelungene Figur. Ich habe sie mir gekauft, weil ich eigentlich eine rote Nash-Figur haben wollte. Jetzt gibt es die auch von Mattel, die werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Aber ich finde es eine schöne Figur auch, auch wenn es eine TNA-Figur ist, was TNA jetzt nicht minnen soll oder Jax. Aber TNA ist halt in Deutschland noch weniger bekannt als in den USA. Und ich danke euch heute für das Zuschauen meiner Jax-Sammlung. Als nächstes kommt ein kleines Überraschungsvideo meiner Sammlung. Kein Jax, kein Mattel, aber trotzdem Wrestling-Figuren. Viel Spaß beim Warten.